Hallo und seid gegrüßt, meine Freunde, und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Wir werden heute München unsicher machen und dafür kriege ich gleich eine Mitteilung. Hey, wie wär's? Wollen wir heute Abend essen gehen? Hey, wie wär's denn mit euch? Wollen wir Abendessen gehen? Ja, vielleicht bin ich heute Abend live. Na, mal gucken. Aber wir werden heute mit dem Roten Blitz München unsicher machen. Mal sehen, wie schnell wir unterwegs sind. Und das ist eigentlich das erste richtige Video, was ich jetzt hier aufnehme, außer dem Livestream. Ah ja, gut, alles klar. Nehme ich natürlich im Vorfeld auf. Dieses Prachtstück, was ja ein Ferrari darstellen soll, ist wirklich ganz hübsch gelungen. Also ich muss sagen, die Autos, die hier drinnen sind, sehen schon echt nicht schlecht aus. Das definitiv. Mal gucken, was ist hier ein Fisch? Gucken wir mal an, was die Mod-Community, wenn sie denn überhaupt was macht, sie denn uns noch bieten wird. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Lass uns einfach mal einsteigen und mal schauen, was wir heute hier erleben werden. Na, 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 na. Gut, wir werden erstmal den Rückwärtsgang reinmachen. Ich hoffe, dass ich das Auto richtig angemacht habe. Parken wollen wir nicht. Wir wollen ja rückwärts fahren. Wir haben hier irgendwie noch einen... Was? Wir haben noch einen Gang drin? Vielleicht der Motor noch gar nicht an. Motor habe ich dran, ne? Ach nee, hier halten. Ah! Läuft. Aber schon muss man hier ein bisschen gucken. Oh, wir haben sogar eine Rückfahrkamera. Ja, mit den ganzen Kameras, man muss wirklich sagen, das ist alles hier so ein bisschen stocken. Ne? Das ist so hundertprozentig ist es noch nicht. Ne? Aber ich habe jetzt erstmal ein paar Einstellungen. Guck mal hier, kommt das Auto an. Ich habe eine 3090 hier drin. Nee, eine 4090 hier drin. Und das ist echt gar nicht mal so uncool. Ich würde sagen, wir fahren jetzt und gucken uns erstmal das Auto so ein bisschen an. Also dafür gehen wir mal in die Außenperspektive und schauen mal, wie der Wagen so, ja, optisch, was er so hermacht. Ne? Wir machen mal Licht an. Ah, schöner Wagen. Ey, ich bin so ein richtiger Prolet jetzt, hier durch München mit dem Ferrari. Gut, so viel unterschiedliche Autos gibt es gar nicht. Ne? Also ich... Ihr werdet wahrscheinlich den einen oder anderen Ferrari hier auch noch sehen, ne? Gut, wir haben grün. Ich habe mal die ganzen Warnungen ausgemacht, weil die sind dann doch irgendwann mal nervig. Aber hey, ich fahre eigentlich immer nach StVO. Oder? Habt ihr das jemals woanders gesehen? Nee, ne? Also, würde ich mal sagen. Ja, man muss dann immer, wenn man eine Außenkamera ist, muss man leider immer wieder... muss man immer wieder durchseppen und es geht nicht sofort zurück und so. Also, vielleicht gibt es da irgendwann mal eine Taste. Ah, ich wollte jetzt einfach mal so zeigen, wie es kann. Jetzt dann irgendwie ein Punktesystem, das ist jetzt eine Mission, dass man dann Punkte kriegt und irgendwie hochlevelt, weil, wo ist denn dann eigentlich der Sinn vom Spiel? Ich frage mich manchmal das so. Ne? Naja, gut, gucken wir mal wieder zurück. Aber erstmal, wenn wir hier fahren. Bei manchen Autos sieht man gar nicht so richtig den Innenraum. Nur bei den Transporter. Ja, das habe ich alles so ein bisschen vorgenommen. Ich nehme das Video hier am Mittwoch auf. Ja, Mittwoch auch. Danach mache ich den Livestream. Deswegen. Oh ja. Und für mich ist jetzt natürlich ein Test. Ich suche immer nach einem Spiel, was so eine Alternative zum Euro Truck Simulator. Aber die Karte ist wirklich ein bisschen begrenzt, dass man hier jetzt wirklich viel sich dann angucken kann, ne? Also weil eine Langzeitmotivation hat, ne? Das denke ich mal ja nicht. Oh, wir sind ja schon wieder zu schnell. Wir suchen mal irgendwo jetzt einen Parkplatz, wo wir eine Mission annehmen können. Ja, das machen wir mal. Blinken. Wir fahren nämlich vorschriftsmäßig und dann gucken wir mal, wie viele Punkte wir kriegen für unsere Mission. Ach, guck an, hier geht's runter. Ah. Was habe ich hier gemacht? Ich hätte die Dings verlassen. Hey! Was ist los? Wieso kann ich hier nicht langfahren? Ah, hier kann ich gar nicht langfahren. Wo hat er mich denn hingespawnt? Ja, okay. Fahren wir hier lang. Was der hier will von mir. Aber hier ist doch eine Straße.
das sein, dass es hier irgendwo Straßen gibt, die ich nicht abfahren darf? So wie hier? Hey! Hallo? 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 Ach! Das ist der Under... Ach, das ist City Driver Underground! Yeah! City Driver Underground! Okay. Naja, gut, dann muss ich wohl wieder zurückfahren. Okay, na, wer soll man das wissen? Au, das ist ein Feature. Ja, gut, aber guck mal hier, aber in der Position sieht das Auto schon echt nicht schlecht aus. Ne? Wagen, hier passt das schon. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal ins Menü. Und schauen mal, ob wir hier ein paar Aufträge haben. Es gibt hier einige Aufträge, die wir hier machen können. Und ich muss erstmal Aufgabe. Triff dich mit einem Gesprächspartner. Natürlich, machen wir. Wir müssen dorthin fahren. Okay, zum Essen. Machen wir. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rein in unser Fahrzeug. Ach, wir sind schon drin. Und dann fahren wir einfach mal hin. Bekommt ihr was? Nö. Hätte ich nicht mehr zurückblicken sollen. Ich fahre ein bisschen schnell, ne? Ach, nicht so wild. Nicht so wild. Fahren erstmal ein bisschen vorsichtig. Fahrbahnwechsel. Müssen wir natürlich ankündigen. Ach, ich darf gar nicht hier abbiegen. Aber was wir hier machen, ist erstmal ein Rennen gegen den Mercedes-Fahrer hier. Der guckt schon so ein bisschen böse. Ja, den werden wir mal zeigen, wo es hier lang geht. Ah, da geht's los, mein Freund. Gleich geht's. Ja, renn mal schnell rüber hier. Ist rot gewesen. Oh, oh, oh nee, ich habe auf die Fußgängerampel geguckt. Pass auf, komm, gleich. Wie lange dauert denn das? Haben die schon wieder grün, die Passagiere? Leute. Jo, jetzt ist rot. Jetzt müssten wir eigentlich fahren dürfen. Naja, in München kann ja natürlich alles ein bisschen anders sein, ne? Ah, das ist die falsche. Wie wollen die mich rollen hier? Oh, jetzt stehen die hier nicht. Also wirklich, was ist denn hier los? Hallo? Ja, gut. Mann, ey. Boah, ist noch grün, können wir rüber. Aber guck mal, wie sie rüberrennen. Niedlich. Geht der Blinker nicht automatisch wieder zurück? Naja. So, als Ferrari-Fahrer darf man natürlich ein bisschen schneller fahren, ja? Als der ganz normale Pöbel hier. Das ist ja wohl logisch. Mach ich hier diese komische Scheiße hier. Ja. Nervig. Ja, für mich stellt sich natürlich die Frage, was macht man mit dem Spiel? Ich weiß ja nicht. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung, ein klein bisschen Hoffnung, dass wir eventuell, wenn die Mod-Community hier, welche Mod-Community, also dass sich denn doch der ein oder andere wenigstens ransetzt und hier vielleicht bei den Autos vielleicht ein paar Designs macht, eventuell ein paar, ja, Logos natürlich, ne? Ah ja, so hier. Da darf man ja schon paar, ne? Und mal gucken, wo wir hier parken können. Das ist natürlich das nächste Problem. Wo parkt man? Jetzt gleich im Restaurant. Vorne ist das. Ach nee, das wollte ich nicht. Naja, jetzt ist man nur wieder an der Suche, hier in München irgendwo einen Parkplatz zu finden. Ich darf wohl nicht zu spät kommen. Schwierig. Naja, kann man eigentlich als Ferrari-Fahrer... eigentlich hier auf den Streifen fahren, ne? Das kann ich nicht. Ach, hier vorne ist noch ein Ferrari-Fahrer. Na los, Freund. Mensch, das ist der Großmutter am Start hier, oder was? So. Parkt man jetzt? Ach, hier vorne ist ein Parkplatz. Pass auf, ich habe ihn gefunden. Hier vorne. Oh Gott, einparken. Oh!
Na, hoffentlich ist er nicht gleich weg. Machen wir mal richtig Wenden auf der Hochachse. Ah. So, jetzt machen wir es, wie man es richtig macht, ne? Hier will ich jetzt rein. So. Oh, ich denke mal, das sieht ganz gut aus, ne? Oh. Ah, ist ja natürlich auch sehr schlecht zu sehen, ne? Haben wir schon auf dem Bordsteinkanten? Kante? Ja, auf dem. Oh, hier wollen wir mal schauen, wie stehe ich denn jetzt eigentlich? Ach, nur ein bisschen. War ja auch nicht so richtig zu sehen, ne? Also, das muss man ja wohl wieder zugeben. So. Ja, gut, die Felgen, die sind schon. Sind schon gar nicht so teuer gewesen, ja. So. Okay, wir stehen schon mal da. Wir gehen mal wieder rein. Müssen wir erstmal wieder alles durchseppen. Ich würde jetzt auf Parken machen. So. Dann würde ich aussteigen, wa? Oh, komm, mein Freund. So. So, wir müssen hier vorne hin, glaube. Was ist das Restaurant? Hallo? Ist grün, kann ich rüber. Ha! Ich hab's geschafft, mein Freund, ich hab's geschafft. Und nu? Aufgabe abgeschlossen. Ja, siehst du, läuft doch. Ein Geschäftspartner getroffen. Naja, dann, ach so, wir können rüber. Schade, dass man seinen eigenen Charakter nicht nochmal ein bisschen betrachten kann. Oder hier so eine Kleinigkeiten. Hier haben sie sogar, selbst in München haben sie hier bei den, bei der Bahn oder bei der, naja, mit den Bussen, ja. Busse, gibt es hier überhaupt Busse? Busse, LKW, Straßenbahn? Nee, das ist auch alles nicht zur Verfügung. Ne? Naja. Gut, gehen wir mal rein und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Autobahn, weil das ist ja wahrscheinlich das, wo das Auto sich am wohlsten fühlt. Gehen wir mal auf die Map und sagen, hey Freunde, wir wollen jetzt hier oben auf die Autobahn fahren und zwar dorthin. Das ist jetzt unser Ziel. Mann, 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 Mann. Und dann gucken wir mal, wie schnell der fährt. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen flinke Katze das, was man hier in München eigentlich nicht macht, ne? Und zwar zügig fahren. Wenn wir nachher hier. So, wir versuchen jetzt das so schnell wie möglich. Also, jetzt kommt Quatsch an, ne? Nicht ernst nehmen, wie ich hier fahre. Aber wir dürfen auch keinen Unfall bauen. Rote Ampeln, ja, kann man ignorieren. Muss man aber nicht. Oh, oi, 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 oi. Wir haben ja keine Zeit. Wir müssen ja zügig, wir sind. Hier lang fahren, ne? Aber mit dem Tunnel war doch das Problem. Ich durfte nicht durch den Tunnel fahren. Dann hätten sie doch irgendwas hingebaut, dass man da nicht lang fahren darf. Oh. Blinken geht. Ach, gucke hier. Wie heißt denn die Straße, die ich hier lang fahre? Oh, schon ein bisschen schwammig, wenn man hier mit. Oh. Mit 200 durch die Innenstadt? Oh, kann man schon mal machen. Ja, mein Onkel hat ja ein Autoverleih, deswegen konnte ich ja mir ein Auto leisten. Was denkt ihr, werden wir mit dem Auto 300 schaffen? Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Oh, hier ploppen dann irgendwann die Autos auf, ne? Ach, das war nur ein Kratzer. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Huch, ein Huchchen. Oh, ich bin jetzt echt mal gespannt, wie schnell wir mit dem Auto fahren. Nicht, dass uns hier die Grafik hier noch abrauscht. Oh, der ist schon ein bisschen schwammig. Also ein Autorennspiel ist das definitiv nicht. Wo müssen wir lang? Ja, ach, guck an. Hier ist ein Busbahnhof ohne Busse. Deswegen fahren wir hier mit Auto. Huch, naja, ist halt zu schwierig, wenn jetzt Autos aufploppen, ne? Hui, hui. Ja, irgendeine Warnung kam jetzt. Wir ignorieren. Ah, ist dann wie auf Schmierseife. Ja, vielleicht kann die KI, ach, die Mod-Community irgendwas machen, das. Oh!
Ey, das wäre so cool, wenn hier noch Polizeieinsätze irgendwie oder hier der Postbote hier steht und will seine Pakete ausliefern. Oder wie heißen die anderen? Müllabfuhr. Das habe ich ja auch in diversen Sachen irgendwie gehört. Ja, komm hier. Die rennen ja schon, also wird ja auch gleich grün. Eine Straßenbahn kommt ja eh nicht, also deswegen auch hier langfahren. Ja, so ein bisschen Leben, ne? Würde ganz gut tun, ne? So. Radfahrer, guckt ja nicht auf die Außenspiegel. Eigentlich kann man die ja so gut wie deaktivieren, bringt ja keine Punkte. So, blinken, hier rumfahren. Ja, rennen. Ah, wie er hier hat es. Oh, schauen wir mal, vielleicht ist ja hier hinten auch das Bayernstadion. So, wo will er jetzt uns eigentlich hinführen? Also hier auf jeden Fall nicht, aber wir müssen einen Rückwärtsgang reinmachen. Habe ich ein bisschen vertan hier, ne? Ja, ist nicht so schlimm. Autobahn hoch. Hier steht Autobahn. Schinker, ja. Sogar kein Navi hier. Der Ferrari. Man bezahlt hier ein bisschen 250.000 und dann habe ich hier nicht mal Navigationssystem hier drin im Auto. Was ist hier los? Sind wir hier? Ich fahre die 40, darf ich nur fahren? Ach, die fahren sogar selber ein bisschen zu schnell. 80. Das ist wahrscheinlich noch die Stadtautobahn, ne? Oh, so wird es ja gemacht. Ja, Schadensmodell. Wie gesagt, wurde ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Wie sieht es aus mit dem Schadensmodell? Ja, ist jetzt für mich nicht ganz so wichtig. Auto wäre natürlich cool, wenn da noch irgendwo wie bei BMG ein Schadensmodell drin wäre, aber ja, die Autobahn ist ganz schön voll. Da müssen wir mal hier durch die. Fahren wir einfach mal hier lang. Standstreifen. Ist er ja da. Vielleicht fahren wir irgendwann so schnell, dass sich die Autos gar nicht mehr nachspawnen. Beispiel hier. Also auf der Autobahn. Warum hat er uns jetzt nicht weiter? Wie schnell war ich? So konnten wir nicht weiterfahren. Warum fährt er nicht schneller? Warum hat er so einen komischen Zaun? Also ich habe jetzt nur noch Fragen. Also ich wollte jetzt mit der Autobahn hier mal bisschen schneller fahren. Vielleicht muss man ja auch die KI runterdrehen. Pass mal auf, das machen wir jetzt mal. Wir gehen mal in den Optionen und dann können wir ja bei, war das, bei Grafik und dann Verkehrsdichte auf ausmachen, anwenden und jetzt probieren wir jetzt einfach mal, wie schnell können wir mit dem Auto jetzt fahren. Das finde ich aber eine tolle Sache. Sowas könnten die eigentlich bei einem Euro-Truck-Simulator auch mal machen, die Verkehrsdichte reinstellen, um einfach mal zu schauen, wenn jemand zum Beispiel einen besseren Rechner hat und da vielleicht dadurch was erhöhen könnte. Ja? Ich glaube, weil. Parken. Wir wollten doch gar nicht auf der Autobahn parken. Also ich glaube, 250 ist hier Ende, oder? Aber wir sind definitiv mit 200 durch die Innenstadt gefahren. Das ist doch mal was. Ja, 300 schafft das Auto nicht. Ah, dafür fühlt er sich auch echt zu schwammig an, die Autos. Ja, das muss man wirklich dann sagen. Hier, der bewegt sich ja hier hin und her, ich mach gar nichts. 260 fast. Ah. Gut, alles klar. Juhu. So. Ich würde sagen, wir stellen es mal ein, wieder bei Gameplay, Grafik, Dings, ne, wo waren das? Grafik, glaube ich, ne? Manchmal ein bisschen so ganz komisch. Auf hoch, anwenden. Ja, Achtung, anwenden, ja.
Oh, das geht ja recht fix, ne? Einmal mal aus. Machen die Tür zu. Und ja, ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Hat irgendwie schon ein bisschen Spaß gemacht. Das Problem an der ganzen Sache ist, wie wird es dann aussehen in ein paar Monaten? Geschweige vielleicht schon in ein paar Wochen. Also wenn die Mod-Community da nicht großartig was macht, ja, oder die noch irgendwelche Features einbauen, wie ja andere Verkehrsteilnehmer, noch mehr Autos, also es ist eindeutig zu wenig, die paar Autos, also das ist ja wirklich, also was hat man jetzt hier, ne? Mercedes habe ich hier, ein Ferrari, ein Transporter und ein E-Auto und das ist irgendwie, ja, ne? Also hier muss noch mehr so passieren, nicht so ein Fehler. Ja, und ich muss sagen, das Spiel ist jetzt ein paar Tage draußen. Ich nehme das jetzt sicher am 7. auf. Das kam noch nicht irgendwie ein Update. Was mit dem, dass ich irgendwie nicht richtig bremsen konnte oder der abgebremst hat, hat den Grund gehabt, ganz kurz, das habe ich bestimmt schon mal im Livestream erzählt, weil ich meine Steuerung angepasst habe. Und zwar wollte ich die Bremse auf die Kupplung legen, weil ich sowieso immer Automatik fahre und ich nicht immer meinen Fuß wollte da mit der, auf der Kupplung wollte ich bremsen. Und wenn du das umstellst, macht er den Minus- und Pluspunkt, naja, der dreht es dann halt um, deswegen hat das nicht funktioniert. Aber gut, alle anderen Tasten hat dann funktioniert. Ich würde jetzt sagen, ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Ich würde mich trotzdem freuen, auch wenn ihr nicht die Freunde seid von diesem Spiel, wenn ihr ein Däumchen da lasst. Und ja, mal schauen, wie viel wir hier sehen und was der Mod-Community macht. Dann mache ich einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut. Jetzt sehen wir uns heute Abend live. Bye, bye.